So, einen schönen Nachmittag live aus der Salzburger Eisarena vom Spiel des HC Smart gegen den EC Eisbüchse Saalfelden. Wir berichten heute über die Landesliga, die wir heute live gemeinsam erleben werden. Beide Mannschaften wärmen sich auf, wie hier auf diesen Bildern die Gastgeber des HC Smart, die einen neuen Spieler haben, und hier die Gäste aus dem Pinzgau. Ein schöner Schuss und wir freuen uns auf ein spannendes Spiel. Wir, das sind zum einen einmal die Zuschauer hier, es dürften wahrscheinlich an die 10 Zuschauer hier sein. Und natürlich meine Wenigkeit, Markus Dorn, der euch an dieser Stelle durch diese Übertragung führen wird. Hier noch ein paar Aufwärmübungen, das große Karussell, wie es heißt. Und ja, viel Spaß damit und uns allen ein gutes Spiel. Was kann man zur Ausgangssituation sagen? Der HC Smorsk, der hat bisher 2 Spiele gehabt, jeweils gegen die Senators, Torverhältnis 15:1, also sehr, sehr positiv. Und auch die Eisbüchse aus Saalfelden sind wiederum, wenn man dem Mordskern auf ihrer Facebook-Seite Glauben schenken darf, der Angstgegner, und man darf also gespannt sein, wie sich das auswirkt. Jetzt wieder ein neuer Versuch von einem Schuss. Mordskern mit nur einem Goalie. Auch da ist ja der Stammgoalie Günther Besendorfer verletzt. Schuss, aber auch dieses Mal sehr ungenau. Neuer Pass im Einwurf. Und das Spiel wird auf jeden Fall ausgemacht. Ich melde mich dann, wenn es mal ist, wir genießen zunächst einmal die Bilder von diesem ersten Spiel hier live auf YouTube. Da an dieser Stelle würde ich sagen, stelle ich euch noch einige Spieler vor, und zwar beginne ich mit den Gastgeber. Die Nummer 70, das ist übrigens der Kapitän Gerhard Kugel. Die Nummer 32, Georg Knoll, der auch früher als Goalie gespielt hat und jetzt nur mehr am Feld zu sehen ist. Die Nummer 72, Patrick Littke. Die Nummer 9, Tommy Eder. Eder. Das einmal fürs Erste. Die Nummer 19, Markus Kassinger. Ja, und die weiteren stelle ich euch noch im Laufe dieser Live-Übertragung vor. Vielleicht noch kurz zum Ablauf in der
Halbdrittelpause. Wir werden dann auch Highlights sehen zum einen einmal in der ersten Drittelpause vom gestrigen Handballspiel UAC Salzburg gegen die TOS Braunwald aus Bayern im Rahmen der Bayerischen Bezirksliga und in der zweiten Drittelpause vom gestrigen Eishockeyspiel des EC Euler Salzburg 2 gegen den EHC Salzburg Süd, der ja, wie wir alle wissen, gestern mit 13:0 gegen die Wild Boys gewonnen hat. Einige Szenen dazu werden wir sehen und dazu komme ich, wie gesagt, etwas später. Jetzt nehmen beide Mannschaften zur Begrüßung Aufstellung. Im Bild rechts sehen wir die Äste aus St. Felden, im Bild links die Gastgeber des HC Mord. Und anfangen wird voraussichtlich die Nummer 92. Das ist übrigens Manuel Schöss-Winter, auch noch ein sehr guter Goalie. Derzeit konnte ich mich ein paar Mal von seinen Fähigkeiten überzeugen. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf und sehen, was in dieses Spiel zu bringen wird. Die Schiedsrichter dieser Begegnung bin ich euch übrigens auch noch schuldig. Es sind zum einen Stefan Oberhuber und Alexander Oberhuber und Stefan Dillian, die beiden Schiedsrichter. Wir hoffen, wie gesagt, auf ein faires und spannendes Spiel. Beide Mannschaften sind vorerst noch bei ihren Toren. Wir sehen noch einmal die Gastgeber des HC Mord und der SV Salfelden. Und ja, gerade eben im Bild haben wir den Mittelpunkt, wo dann ein sehr sehenswertes Spiel angepfiffen wird. Hier die typische Anstoßstellung. Die Eiswüchse sind schon beim Anstoßbulle. Los geht's und der Puck ist eingeworfen und die Gäste aus dem Pinzgau übernehmen vorerst das Kommando. Nachschuss, allerdings scheitern die Mordsker am sehr gut positionierten Manuel Böswender.
wieder ein neuer Versuch. Pass. Die Nummer 19, Markus Kassinger, passt auf Gerhard Kugel. Wieder Rückpass. Kontermöglichkeit. Gerhard Kugel ist am Puck. Weiter Schuss, aber kein Problem für Manuel Schößwinkler im Tor der Eisbüchse aus Saalfelden. Jetzt wieder ein neuer Angriff. Wieder Gerhard Kugel. Zwischen den beiden spielt sich das Spielgeschehen ab. Jetzt wieder ein Angriff. Aber gut aufgepasst von der Abwehr des HCS Mords und somit steht es vorerst vorlos 0:0. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Kontermöglichkeit. Von hinten war ein Check von hinten und damit richtigerweise 2 Minuten für die Gäste. Gastgeber. Er zeigt Hacken an, aber gut, jedenfalls 2 Minuten Powerplay für die Eisfüchse aus Saalfelden. Bulli vor dem, oder jetzt für die HCS Mordsk. Naja, wie gesagt, was da der Schiedsrichter gesehen haben will, weiß ich nicht. Neuer Versuch, jedenfalls sind die Gastgeber im Angriff, immer noch im Angriffsdrittel. Schuss! Abgewehrt, schön gemacht von Manuel Schößwinkler. Eine gute Parade, war nicht so einfach, wie es vielleicht von hier her oben, ich melde mich ja von der Pressetribüne, aussieht. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Schöne Kontermöglichkeit. Sollte abziehen. Abgewehrt, schön gemacht. Und erster Schuss und ebenso gut pariert vom Goalie des HCS Mords. Spielstand 0:0. Jetzt wieder ein Bulle hinter dem Tor von Gerhard Kugel. Pass wieder Gerhard Kugel an der Scheibe, die Nummer 70. Passt wieder auf Markus Kassinger. Über die beiden geht hier einiges zusammen. Schön gemacht. Pass. Wieder auf Patrick Littke, Pass auf Markus Kassinger, Schuss und abgewehrt. Wieder war Manuel Schößwinkler zur Stelle und konnte den Puck unter den Schonern bekam. Daher logischerweise kein Tor. 17 Minuten 20 im ersten Drittel noch zu spielen und es steht torlos 0:0. Neuer Versuch. Wieder dem Mordsker am Puck. Markus Kassinger. Neuer Pass. Rückpass. Tor vorbei und keine wirkliche Gefährdung für das Tor. Jetzt wieder den Nummer 13, David Wellner. Kontermöglichkeit für den HCS Mords. Schuss, aber geht nicht ins Tor. Bisher ein durchaus sehenswertes Spiel, wie ich finde. Und hoffen wir, dass wir bald einmal Tore sehen werden. Jetzt wieder die Eisbüchse aus Saalfelden. Feuersinger zieht ab, geht allerdings knapp am Tor vorbei.
wieder die Nummer 19, Markus Grasinger. Der Puckverlust war nicht ganz ungefährlich. Krass. Kommt er, zieht ab, gut aufgepasst, war nicht so einfach wie es aussah. Super Parade vom neuen Goalie der HC Smorzk. Und es gibt Bulli vor dem Tor der Gastgeber. Schön gemacht, war nicht so einfach wie es vielleicht hier auf diesen Bildern aussah. Abgewehrt. Wieder übernimmt Gerhard Kugel den Puck. Pass. Das Spielgeschehen spielt sich hauptsächlich im Mittelfeld ab. Vielleicht könnte es jetzt bald einmal klingeln. Wir sind am Puck. Und gut abgewehrt von Manuel Schösswender. Wieder ein neuer Versuch. Das Spielgeschehen geht hauptsächlich im Mittelfeld ab. Ein Schuss und Tor! 1:0 für die Gäste. Der Puck ging irgendwie durch die Schoner des Morzker Goalies hindurch. Keine Chance. Und ich glaube, Breitfuss war der Torschütze mit der Nummer 50. 0:1 aus Sicht des HCS Morzk. Aber 0:1 ist ja bekanntermaßen im Eishockey ziemlich wenig. Und jetzt geht es wieder in der Mitte mit einem weiteren Versuch los. Jetzt wieder der HC Smorzk. Markus 70. Jetzt wieder ein weiterer Versuch über die rechte Seite durch Georg Knoll. Und gut aufgepasst. Schön gemacht. So ist es richtig, wenn man den Puck als Goalie blockiert. Es gibt natürlich Pulli vor dem Tor der Eisfüchse aus Saalfelden.
Jetzt wieder der HC Smolensk. Ab und wieder eine schöne Parade von Manuel Schösswinder. Wirklich an diesem Abend bisher eine ausgezeichnete Leistung, wie ich finde. Es sind noch 12 Minuten 46 im ersten Drittel reine Netto-Spielzeit zu spielen. Wieder im Morzka. Dominik Eder, der Puck kommt allerdings nicht an. Guter Versuch, aber auf jeden Fall gibt es unerlaubten Weitschuss und das Spiel wird im Mittelfeld gesetzt. Hulle auf jeden Fall in der neutralen Zone, will mir scheinen. Hulle vor dem Tor des der Eisfüchse aus Halfelden. Jetzt wieder den Morzka. Der Schuss reißt eigentlich ab. Spielstand 0:1 für die Gäste durch ein Tor der Nummer 50, Reitfuß. Hier Stefan Retzner. Der Puck geht allerdings am Tor der Gäste vorbei. Wieder Gerhard Kugel am Puck. Ja, da das Spiel unterbrochen ist, gibt es mir vielleicht kurz einmal die Möglichkeit auch zu erzählen, wie denn das Spiel Moonlakers Monza gegen Artis vs. Steyr Panthers ausgegangen ist. War eine interessante Begegnung. 5:5 unentschieden im Rahmen der OEJHL. Doch zurück zu diesem Spiel. Die Nummer 26, Stefan Retzner, über den Pass zu Gerhard Kugel, der ist über die linke Seite versucht, aber keine Gefahr für das Tor. Jetzt wieder. Neuerlicher Versuch. Wieder Angriff des ACS Mods. Bleibt mir eh dabei hängen, aber jetzt gibt es einen Weitschuss, der allerdings nicht geahndet wird. Wäre aus meiner Sicht sogar Icing gewesen. Pass. Kontermöglichkeit, Schuss. Abgewehrt. Gut aufgepasst von Manuel Schössen. Herrlich gemacht. War nicht so einfach wie es aussah. Und der Goalie, der Eiswüchse aus Erwählung, konnte sich bei diesem Schuss wirklich auszeichnen. Und machte das, was in so einer Situation wichtig ist. Den Puck einfach blockieren, wenn man ihn nicht gleich als erstes erwischt. Jetzt wieder die Morzka am Puck. Kontermöglichkeit für die Eisfüchse aus Alfelden. Sollten abziehen, abgewehrt. Gut gemacht vom Hole des HCS Mord. Also auf jeden Fall verspricht dieses Spiel durchaus sehenswert zu werden. Erfreulich für das Salzburger Eishockey. Und jetzt wieder. Neuer Versuch. Wieder die Nummer 37. Pass. Aber gut aufgepasst. Und Goalie. Dann wirklich schwierig einzustopfen. Ich denke, dass ich als Goalie weiß, wovon ich rede. Ein Safe bedeutet natürlich Bulli vor dem eigenen Tor. Wir sehen hier die Bullekreise und dort, wo der Schiedsrichter ist, dort wird der Puck eingeworfen. Eigentlich eine routinemäßige Sache.
Rückpass. Feierlicher Versuch. Schuss und Tor. Weiterer Treffer zum 0:2 für die Gäste. Ich glaube, Feuersinger, die Nummer 60, war erfolgreich. 0:2 aus Sicht des HCS Mords. Wir schauen auf die Spieluhr. Im ersten Drittel sind genau noch 10 Minuten zu spielen und die Gäste führen durch Tore von Breitfuß und Feuersinger, verdient vom Spielverlauf her mit 2:0. Jetzt wieder Markus Kasinger. Gerhard Kugel wieder an der Scheibe. Kontermöglichkeit. Herrliche Kontra. Aber es bringt nichts ein. Der Puck geht, wie gesagt, sehr deutlich am Tor der Gastgeber vorbei. 0:2 der aktuelle Spielstand. Jetzt wieder ein neuer Pass und es gibt Icing. Jetzt wieder der HCS Mords im Angriffsdrittel. Bulli vor dem Tor der Eisbüchse. Wie es bei jedem Icing der Fall ist. Pass. Immer noch Patrick Littke, die Nummer 72 am Puck. Und ja, es wäre halt sehr gut, wenn man den Puck nach vorne bringen würde. Jetzt wieder Patrick Littke an. Schöne Kontermöglichkeit. Dominik Ederschuss bleibt allerdings hängen. Keine Gefahr für das Tor. Der Gäste. Wieder Stefan Retzner. Der aktuelle Spielstand lautet, wie gesagt, 0:2 für die Eisbüchse aus Halfeld. Bulli vor dem Tor, ja, von Manuel Schösswinter. Das war nicht ganz ungefährlich. Wieder Markus Kasinger. Bleiben allerdings in der Defense. Und der Möglichkeit. Aber Gerhard Kugel kann sich den Puck sichern und wieder einen Gegenangriff starten. Schuss. Doch vielleicht ein
bis 2 Metern neben das Tor. Ein Schuss, gut aufgepasst von den Eichsfüchsen, die hier sehr gut verteidigen. Also wie gesagt, ein absolut gutes und wie ich finde, sehenswertes Eishockeyspiel. Ich sage es gerne an dieser Stelle noch einmal. Wieder Markus Kassinger auf Gerhard Kugel. Schuss. Das war jetzt wirklich knapp. Der hätte durchaus drinnen sein können. Florian Schwarz, der auf Gerhard Kugel passt. Markus Kassinger. Da hätten die Gastgeber durchaus mehr machen können. Pass. Schuss. Nachschuss. Ja, sehr gut aufgepasst von den Eishüchsen aus Athleten. Jetzt wieder einen neuen Angriff starten. Aber ich gönne die Nummer 13. Sehen wir hier. Und das wäre fast das 0:3 gewesen. Aber irgendwie ging der Puck nicht über die Linie. Aber es gibt natürlich Strafe für die Gastgeber. Kann jetzt nicht wirklich erkennen, weshalb es diese Strafe gab. Aber wie gesagt, Powerplay für die Gäste aus dem Pinzgau. Ein Einwurf. Schuss. Abgewehrt. Gut aufgepasst vom Politiker Matzka, der sich hier mal mehrmals auszeichnen konnte. Feuersinger. Gut. Der Puck geht am Tor vorbei. Gerhard Kugel bringt den Puck aus der Erfahrung zu. Sehr gut gemacht, kann man dann nur sagen. Die Eisfüchse bleiben am Puck. Rückpass. Pass. 4 Minuten 20 im ersten Drittel noch zu spielen. Wiederum in der eigenen Verteidigungszone, ist nicht ganz ungefährlich, geht ab, gut aufgepasst und Tor, weiterer Treffer, irgendwie etwas unglücklich aus Sicht der Gastgeber, aber es steht auf jeden Fall 0:3. Wie dieser Schuss genau zustande gekommen ist, war aus dieser Perspektive, die wir haben, nicht genau zu erkennen. Jedenfalls gibt es Bulli 3:0 für die Gastgeste aus dem Pinzgau. Es wird hier offenbar noch diskutiert, inwieweit das ein Tor war. Tor ist gültig. Entscheidet der Schiedsrichter zum 0:3.
Beim Eishockey ist übrigens eine Schiedsrichterentscheidung so lang rückgängig zu machen, bis der Puck eingeworfen wird und erst in diesem Fall endgültig. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Schuss. Der Puck geht allerdings am Tor vorbei, 3 Minuten 26 in diesem ersten Drittel noch zu spielen. Pass. Feed up. Schön gemacht von Manuel Scheusswinkler. Eine sehenswerte Parade. War nicht so einfach, wie es aussah. 3 Minuten 0 sind noch zu spielen. Ja, wir nähern uns langsam aber sicher der ersten Drittelpause. Knappe 3 Minuten noch zu spielen. Schuss! Gut gemacht. Neuerliche Parade von Manuel Scheusswinkler. 2 Minuten 14 in diesem ersten Drittel noch zu spielen. Und es gibt Bulli vor dem Tor. Geste. Oh, da war eine Kickbewegung. Jetzt werden auch die Gasgeber stärker, einige Stangenschüsse, und es ist auch vor allem Manuel Scheusswinkler im Tor der Eisbüchse zu verdanken, dass bis dato ein Tor für den Mordsker gefallen ist. Jetzt wieder ein Angriff. Rückpass. Aber auch da bringt es nichts ein. 53 Sekunden noch im ersten Drittel zu spielen. Und Strafe für den HCS Mordsk. Das bedeutet logischerweise Powerplay für die Eisbüchse Salfelden. Dann wieder eine neue Aktion. Die Eisfüße bleiben am Puck. Feuersinger. Die Nummer 69. Immer noch Feuersinger. Aber der Puck geht vorbei.
Es laufen mittlerweile die letzten Sekunden im ersten Drittel, beim Spielstand von 0-3. Und das war auch das erste Drittel. Wir machen eine Pause und sehen in dieser Live-Übertragung die Höhepunkte aus dem gestrigen Handballspiel zwischen dem UAC Salzburg und der TU Estraunheit und sind gleich mit dem zweiten Drittel wieder für euch.
Ja, hier sind wir wieder live aus der Eisarena Salzburg zum zweiten Drittel vom Spiel des HC Smort gegen die Eisbüchse aus Alfelden im Rahmen der zweiten Salzburger Eishockey-Landesliga. Beide Mannschaften sind wieder am Feld. Es steht aus Sicht der Gastgeber 0:3 und eigentlich könnte es auf jeden Fall weitergehen. Der Schiedsrichter wirft den Puck ein. Und es geht weiter. Aktueller Spielstand 0:3. Wir freuen uns auf das zweite Drittel.
Jetzt wieder das Spiel unterbrochen, bereits nach 10 Sekunden. Was da genau gewesen ist, entzieht sich meiner Kenntnis und war von hier her oben nicht wirklich zu erkennen. Jedenfalls gibt es Bulle in der neutralen Zone. Ja, Tom versucht es, die Nummer 70. Jetzt wieder die Eisfüße außerhalb Felden im Angriff. Pass. Aber auch da bringt es nichts ein. Und da, weiterer Treffer zum 0:4. 19:22 im zweiten Drittel noch zu spielen und der Puck landet erneut im Tor. Etwas kurios, aber die Eisfüchse erhöhen glatt auf 4:0. In der Anfangsphase eines Drittels ist es natürlich psychologisch nicht gerade ideal, wenn man als Goalie ein Tor kassiert, wie eigentlich während der gesamten Spieldauer, denn ich finde, ein Torwart wird natürlich versuchen, Tempo zu halten. Wieder Gerhard Kugel. Pass. Die Nummer 69, das ist Stefan Rätzner. Pass. Aber sehr weit weg und es gibt ganz klar Icing. Bulli vor dem Tor der Eisfüchse aus Salbelden. Pass. Gute Aktion. Wieder Gerhard Kugel. Bacher. Alina, die Nummer 76. Jetzt wieder Gerhard Kugel hinter dem eigenen Tor. Und Markus Kasinger ist an der Treibung an ihn in die neutrale Zone gefährden. Jetzt wieder die Eisfüchse vom Puck. Oliver Wimmer, die Nummer 33, verliert und es gibt klar Abseits. Bulle in der neutralen Zone. Wieder die Nummer 32, Georg Knoll. Pass. Ja, und gestern fand an dieser Stelle auch nicht ganz uninteressant
hier in der Eisarena das erste Landesligaspiel zwischen dem EC Oilers Salzburg 2 und dem ERC Salzburg zu Start. Ein klares Ergebnis, 13:0 für die Oilers. Und die Bilder dazu werden wir in der zweiten Drittelpause hier auf diesem Stream zu Gesicht bekommen. Gut aufgepasst. Vom Goalie des HCS Mord. Bulli vor dem Tor des HCS Mord. Dann wieder der HCS Mord im Puck verliert. Geht ab, Schuss und gut abgewehrt. War nicht so einfach, ist außer der Puck, allerdings noch frei. Aber die Einschüsse aus Alfelden können diese Chance nicht nutzen. Bleiben allerdings noch am Puck. Gerhard Kugel konnte allerdings den Puck aus der Gefahrenzone bringen. Jetzt wieder die Eisfüße. Und der Möglichkeit. Geht der Puck vorbei. Jedenfalls ist es bislang eine klare Sache für die Gäste aus dem Pinzgau. 0:4 der aktuelle Spielstand. Und dieses Mal konnte sich auch Manuel Schösswenter im Tor der Eisfüße auszeichnen. Es gibt natürlich in dieser Phase Bulli. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Da hat sie es Mord am Puck. Neuer Abfang. Neuer Versuch. Abgewehrt. Gut aufgepasst. Der sagt die Nummer. Und die Mordsker können sich dieser Unsicherheit von Manuel nicht entspannt umsetzen. Daher bleibt es vorerst beim 0:4 aus Sicht der Gastgeber. 13 Minuten 14 noch in diesem zweiten Drittel zu spielen. Eske Bulli vor dem Tor der Gäste. Pass. Hm.
wieder Gerhard Kogel, der allerdings im Abseits ist, war von dieser Perspektive nicht unbedingt leicht zu erkennen. Wieder ein Pulle in der neutralen Zone. Die Eisfüße bleiben am Hook. Pass auf Gerhard Kugel. Wiederum sind die Mordska am Hook. Neuer Angriff. Sollte abziehen. Und Tor! Das ist das 0:5. Kommt total frei zum Schuss. Und erzählt den klaren 5:0 Führungstreffer. Auch dieser Spielstand geht vom Spielverlauf her absolut in Ordnung. Neuer Angriff. Pass. Gut, aber dieses Mal ging der Puck am Tor vorbei. Pass. 5:0 der aktuelle Spielstand. Und mit solchen Schüssen hat ein Goalie keine Probleme. Dann wieder Bulle vor dem Tor der Gastgeber. Pass. Neue Kontermöglichkeit bleibt allerdings hängen. Ah, da könnte man durchaus auch mehr machen. Schuss. Aber der Puck geht vorerst am Tor vorbei. Jetzt wieder eine neuerliche Angriffssituation. Pass. Kontermöglichkeit. Sollte vielleicht mehr abziehen. Schuss. Scheitert allerdings zunächst am sehr starken Goalie, der trotz der 5 Gegentore an diesem Abend eine ausgezeichnete Leistung erbringt. Nein, in Gefahr. Und Tor los. 5:0. 5:0 für die Gäste aus dem Pinzgau. Wieder ein neuer Versuch. Affer. Und wieder gibt es Behinderung. Strafe für die Gäste aus dem Salfelden. 10 Minuten 50 in diesem zweiten Drittel noch zu spielen. Wir haben fast die Halbzeit in dieser Begegnung erreicht.
wieder den Mordsieg. Gerhard Kugel, 4 gegen 4 die aktuelle Spielsituation. Beide Mannschaften haben jeweils einen Spieler auf der Strafbahn. Kontermöglichkeit. Pass. Und es gibt Icing. Bulle vor dem Tor des HC Smotsk. Jetzt wieder die Eisfächer. Zieht ab. Gut aufgepasst. Weiter Abschlag. Und es ist dann mit Icing. Und das bedeutet, dass es ganz klar Bulle vor dem Tor der Gastgeber-Geste gibt. Spielstand 5:0 und es sind knapp mehr als 10 Minuten in diesem zweiten Drittel zu spielen. Jetzt wieder Gerhard Kugel. Übrigens der Captain dieser. Dann wieder eine Strafe, ich glaube, für die Gastgeber. Gerade eben einige Diskussionen hier. Und es gibt auf jeden Fall Bulle, wie mir auf jeden Fall scheinen wird. Wieder ein neuer Pass. Gerhard Kugel übernimmt das Kommando, versucht es über die rechte Seite. Schuss, gut aufgepasst von Manuel Schösswinter. Herrlich gemacht, dieser Schuss war nicht so einfach zu halten, wie es vielleicht aussieht. Gut gemacht und eine bislang ausgezeichnete Leistung. Gefällt mir wirklich sehr gut. Es gibt auf jeden Fall Bulle. Dann wieder ein Versuch. Pass. Das hätte durchaus ein weiteres Tor sein können. Ja, fast müssen. Das gibt auch eine neue Kontermöglichkeit. Springt aber nichts ein. Jetzt wieder. Habe ich Döllner gut aufgepasst vom Kohle. Dominik Eder läuft wieder über das ganze Spielfeld. Pass. Aber auch da geht kaputt und Freund und Feind vorbei. Kein Icing entscheidet der Schiedsrichter. Jetzt wieder und es gibt Bulle vor dem Tor. Der Eisfüße aus Alfeld, die haben, wie wir gehört haben, bereits mit 5:0 führen. Und diese Führung ist auf jeden Fall aufgrund des Spielverlaufes absolut verdient. Jetzt gibt es eine weitere Strafe
Es trifft die Nummer 61, Jürgen Friedl. Weitere Diskussionen. Markus Kassinger und Georg Knoll, die Nummer 32, der übrigens bei den nicht mehr existenten Mordsker Scorpions spielte und jetzt, wie gesagt, beim HCS Mords im Feld ist. Es gibt Bulli vor dem Ohr der Gastgeber. Reitfuss versucht es übrigens heute an diesem Nachmittag das erste Tor geschossen und gut aufgepasst vom Goalie, der Gastgeber, dem bei diesen Toren absolut kein Vorwurf zu machen ist. Jetzt sind die Gäste in 5:3 Überzahl und eigentlich sollte das für eine Mannschaft optimal Leitlinger. Eisfüchse immer noch hoch, können sich im Angriffstrippel festsetzen. Schuss! Der Puck geht allerdings vorbei am Tor. Aber die Gäste aus dem Minsker bleiben dran. Jetzt wieder. Was? Drüber über das Tor, aber sehr gutes Spiel. Plus, aber es bringt nichts ein. Wieder die Eisfüchse. Leitinger, die Nummer 79. Wieder, jetzt wird es Zeit, dass es irgendwann einmal scheppert zum 6:0. Denn ein weiterer Treffer für die Gäste wäre angesichts der Tatsache, dass die Mordsker den Puck nicht aus der Verteidigungszone hat. Vielleicht jetzt wieder. Mal ein neuer Versuch. Jetzt wieder die Eisfüße. Rückbar. Schuss. Pass. Ja, Dudi versucht es. 7 Minuten 14 in diesem zweiten Drittel, wie gesagt, noch zu spielen. Jetzt wieder ein Angriff. Bleiben hängen. Stefan Reitzner fährt auf Schuss. Schöner Einsatz von Manuel Schößfenster und ein scharfer Schuss, der allerdings nicht den Weg ins Tor fand. Florian Schwarz, die Nummer 13, Mordsker verliert eigentlich fast fahrlässig den Puck. Gerhard Kugel, die Nummer 70, abgewehrt und gut aufgepasst. Der Puck wäre allerdings noch frei gewesen. Für einen Goalie sicherlich keine ungefährliche Situation. Dominik Eder versucht es. Wieder der HCS Mord. Stefan Retzner. Wieder ein neuer Schlagschuss, der allerdings am Tor vorbeigeht.
Pass. Und keine wirkliche Gefahr. 5 Minuten 27 im zweiten Drittel noch zu spielen. Ulli vor dem Tor der Pinzgauer. Nummer 70 der Kugel. Das habe ich eh schon vorgestellt. Wieder der HC Smart abgewehrt. Friedl. Jetzt dürften beide Mannschaften etwas zurückgehalten haben. Die Eishöchse führen, wie gesagt, mit 5:0. Pass. Wieder Abi Böllner bei Nummer 13. Geht ab und abgewehrt. Scheitert aus kürzester Distanz von einem Ole, der Gastgeber. Wirklich eine glänzende Parade. Und es gibt natürlich wieder Icing. In diesem zweiten Drittel ist zu sagen, dass das Spiel, wie wir hier unschwer auf diesen Bildern erkennen können, ziemlich häufig unterbrochen ist. Und da die Uhr bei jedem Unterbrechung angehalten wird, stehen noch 3 Minuten 58 auf der Spieluhr. Neuerlicher Versuch. Vielleicht jetzt. Der HC Smart versucht es über die rechte Seite. Jetzt wieder Tor Nummer 80 und Druck. Gerhard Kugel. Und es ist abgepfiffen. Es gibt Strafe für den Nummer 77, Sascha Stöffelmeier. Bulli vor dem Tor der Gastgeber. Dann wieder in der Angriff. Schuss und Tor! Weiterer Treffer. Nummer 33. Oliver Wimmer erzielt einen weiteren Treffer. Powerplay-Tor und damit auf jeden Fall einen 6:0. Ja, das könnte natürlich für die Gastgeber jetzt ziemlich bitter werden. 0:6 der aktuelle Spielstand für die Gäste. Aus Saalfelden. Dann wieder die Nummer 19, Markus Kasimir am Puck.
Malina, die Nummer 76, bleibt hängen. Abseits Thomas Göllner, die Nummer 29. Ja, im Abseits. Das sind hier Hartrandaschen, die wir hier live im Stream erleben und hier im Maistadion. Don't touch my goalie, das ist das Motto hier im Eishockey. Und es ist im Eishockey absolut üblich, dass man als Mannschaft den Goalie schützt. Gibt natürlich auch Strafe. Es ist Feuersing wegen übertriebener Härte, wie ich mal aufgrund der Bilder annehmen kann. Dann wieder die Eisfüße. Pass auf der Tüte. Leitbinder versucht das. Was? Weiter Abschlag, aber auch da bringt es auf jeden Fall nichts ein. Jetzt wieder Gerhard Kugel. Dominik Eder hinter dem Tor. Abgewehrt von Manuel Schösswinter. Die Gastgeber können sich dieses Mal im Angriffsdrittel festsetzen. Das genau in den Schuss geworfen. Da könnte durchaus mehr gehen. 1 Minute 30 in diesem zweiten Drittel zu spielen. Und es gab auf Seiten der Pinzgauer 3 weitere Tore zum 6, wie es aktuell steht. Jetzt wieder. Schuss abgewehrt. Wahnsinn, herrliche Parade vom Goalie des HC Smurf. Also wirklich trotz der 6 Gegentore, für den man eben keinen Vorwurf machen kann. Wieder ausgezeichnete Leistung. Pass. Schön gemacht. Dominik Eder versucht es. Aber auf jeden Fall abgefüllt. 33 Sekunden noch in diesem zweiten Drittel. Sehr sehenswerten Spieles. Und es gibt Bulli in der Mitte. Neuer Versuch. Pass. Der HC Smurf. Schluss. Und das zweite Drittel ist aus.
Spielstand 6:0 und als nächstes sehen wir hier in der zweiten Drittelpause einige Szenen aus dem gestrigen Spiel des EC Oilers Salzburg 2 gegen den EHC Salzburg Süd, das die Oilers mit 13:0 für sich entschieden haben.
So, hier sind wir wieder aus der Salzburger Eisarena vom Spiel des HC Smorz gegen die Eisfüchse aus Alfelden. Kurzes Update, es steht nach 2 Dritteln 6:0 für die Gäste aus dem Pinzgau. Und die Mannschaften sind zum dritten und letzten Spieldrittel am Spielfeld. Wiederum übernimmt Gerhard Kugel den Puck. Passt auf die Seite. Oh ja, Freusinger übernimmt das. Oliver Wimmer mit der Nummer 33 hinter dem eigenen Tor. Und auf jeden Fall schätze ich mal, dass das Spiel schon längst entschieden ist. David Göllner, die Nummer 13, weiter Schuss, aber gut aufgepasst vom Manuel Schäfer. Wieder Dominik Eder, zieht ab, aber der Puck geht über das Tor. Jetzt wieder die Nummer 37, der Gäste, abgepfiffen. Und es gibt Bulle in der neutralen Zone. Oder Bulle vor dem Tor der Gastgeber, wie ich hier sehen kann. Dann wieder ein neuer Versuch. Pass. Neuerlicher Versuch. Alina versucht es. Pass. Schuss. Gut aufgepasst von Manuel Schösswinter im Tor. Der Gäste aus dem Pinzgau. Ja, kann man auch sagen, ein sehr sehenswertes Spiel. Beide Goalies konnten sich mehrere Male auszeichnen. Aber ich denke, dass der Spielstand von 0:6 aufgrund des Spielverlaufes absolut in Ordnung geht. Feuersinger wieder am Puck. Pass. Kontermöglichkeit für die Eisfüchse über die rechte Seite. Der Puck geht allerdings am Tor vorbei. Bringt nichts ein. Schuss drüber und keine wirkliche Gefahr. Jetzt wieder. Pass. Gerhard Kugel übernimmt die Scheibe. Aber die Gäste aus dem Hinzgang. Jetzt wieder ein sehr ungenauer Pass. War wohl für Oliver Wimmer gedacht. Aber die Scheibe wieder zurück. Aber Gerhard Kugel. Nummer 70. Auf Sascha Steffenmeier. Zieht ab. Aber auch knapp am Tor der Eisfüchse vorbei. Wieder Gerhard Kugel. Pass. Sie wollte abziehen. An sich ein sehr guter Schütze. Aber da der Schuss war für einen Torwart ein schönes Fenster. Sicherlich nicht allzu einfach zu halten. Denn solche Schüsse sind für einen Tormann oft sehr schwierig und ziemlich tückisch. Aber gut. Die Aufgabe ist erledigt. Spielstand 6:0, 16 Minuten 54 in dieser Begegnung zu Spieler. Jetzt wieder die Füchse. Passschuss. Sascha Steffenmeier bleibt an der Scheibe. Thomas Göllner, die Nummer 29. Passt auf Karl Breitfuß. Schöner Versuch, aber
Der Pass kommt hier jedenfalls nicht an. Wieder Breitfuß. Pass. Auf Sascha Steffelmeier. Wieder ein Schuss auf der Bude. Bleibt hängen. Aber gut aufgepasst. Die Kohle Manuel Schlesinger war nicht so einfach. Jetzt auf. Jetzt wieder Gerhard Kugel, Schuss, Anschuss und kein Tor. Gute Parade von Manuel Schösfenster. An diesem Abend kann man jetzt schon sagen, eine wirklich ausgezeichnete Leistung. Gefällt mir wirklich sehr gut. Ich wüsste ehrlich gesagt nichts, was es da auszusetzen gibt. Pass, abgewehrt, das Spiel ist unterbrochen. 15 Minuten 34 zu spielen. Feuersinger. Wieder ein Angriff der Gastgeste aus dem Binsker. Bleiben allerdings hängen, war allerdings ein regelkonformer Check, daher keine Strafe. Dominik Eder. Pass. Und das Spiel ist. Unterbrochen. 14 Minuten 56 noch beim Spielen und der klare Zwischenstand lautet 6:0 für die Gäste aus Saalfelden. Doch noch ist das Spiel nicht vorbei und man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. An dieser Stelle möchte ich euch gleich auf die nächste Live-Übertragung hier auf YouTube hinweisen. Und zwar bereits kommenden Samstag ab 19.30 Uhr wird das Spiel zwischen dem EC Oilers Salzburg und dem OEC Lyons im Rahmen der Corinthian Hockey League übertragen. Doch zurück zu diesem Spiel. Die Eisfüchse übernehmen das Kommando. Pass. Spiel ab. Schuss und abgewehrt. Erneute Parade von Manuel Schösswinter, der wie gesagt sehr gute Arbeit leistete und zum Teil nicht ganz ungefährliche Schüsse abwehren konnte. Wirklich Gratulation, soweit kann man das jetzt schon sagen. Es sind allerdings noch 14 Minuten 11 in dieser Begegnung zu spielen. Pass. Markus Kasinger passt auf Gerhard Kugel, der jetzt einen Angriff startet. Neuer Versuch. Patrick Litte, die Nummer 72 des Razes Mords, ist gerade an der Scheibe. Passt auf die Nummer 70. Aber der Pass war wohl für Stefan Retzner gedacht, der allerdings nicht angekommen. Schöne Parade übrigens von Manuel Schlesinger in dieser Begegnung. Jetzt wieder Markus Kasinger am Puck. Geht allerdings rüber.
kein weiterer Treffer, das Spiel ist unterbrochen. Knappe 13 Minuten noch zu spielen. Vor dem Tor von Manuel Böswinter. Pass. Neuerlicher Versuch. Michael Meierhofer, die Nummer 74, war gerade im Puck, Kontermöglichkeit. Zieht ab und abgewehrt. Eine neue Parade von Walter, der Gäste. Pass. Gut aufgepasst. Was geht es jetzt weiter? Mit dem Arzt, der am Puck ist. Wir schauen auf die Uhr, 12 Minuten noch, 8 noch zu spielen beim Spielstand von 6:0. Jetzt wieder einmal ein Angriff. Wieder auf Nummer 69, Feuersinger. Ein Angriff. Und es gibt wieder eine Spielunterbrechung. Ja, fassen wir zusammen. Es sind noch 11 Minuten 32 zu spielen. 6:0 für die Gäste, der aktuelle Spielstand. Und die Strafe trifft den Nummer 74, Michael Meierhofer. Bulli vor dem Tor, der Gastgeber. Schiedsrichter wirft den Puck ein, oder sollte es? Markus Kassinger geht den Puck. Pass. Schuss. Immer noch der Kugel an der Scheibe. Gut aufgepasst vom Goalie des HCS Murzk, der damit einen sicher scheinenden Gegentreffer verhinderte. So einen Schuss zu halten, das ist alles andere als einfach. Und ich denke, dass ich als Torhüter schon weiß, wovon ich rede. Elf Minuten, 9 noch zu spielen. Jetzt wieder ein neuerlicher Versuch. Das ist der Kugel. Hier auf dem Markt.
Pass. Der Puck geht vorbei, beziehungsweise sehr gut abgewehrt von Anselin. Der Pass. Schuss. Abgewehrt. Herrlicher Pick-Safe. So macht Eishockey wirklich Spaß. Und das gefällt mir natürlich besonders gut. Kohle Herz, was willst du mehr? Schuss! Der Puck geht am Tor vorbei. 10 Minuten, 15 noch zu spielen. Und jetzt wieder eine. Also, Hütter. Pass. Dominik Eder. Was? Gut abgewehrt. Neue Quotenmöglichkeit, sollte abziehen und Tor! David Kölner erhöht auf 7:0. Und dieses Mal wäre es auch nicht ganz unhaltbar gewesen, denn als Goalie ist es halt wichtig, auf den Stürmer hinzugehen und ihm nach Möglichkeit frühzeitig die Chance zu nehmen. Aber wie gesagt, der Spielstand lautet 7:0. Für die Eisfüchse aus Halfeld. Neuer Versuch. Pass. Wieder die Eisfüchse aus dem Feld. Der Puck geht allerdings vorbei, ist wieder unterbrochen. 7:0, der aktuelle Spielstand für die Gäste aus Saalfelden, die damit wohl diese Begegnung auch für sich entscheiden werden. So viel kann man auf jeden Fall sagen. Es ist nur mal eine Frage der Höhe. Pass. Jetzt wieder ein neuerlicher Angriff. Pass. Schöne Aktion. Thomas Gönner versucht es, allerdings geht sein Schuss am Tor vorbei. Ja, ich habe noch Florian Schwarz, der allerdings an Manuel Schössinger scheitert. Pass. Jetzt wieder ein Angriff. Und was? Aber es bringt nichts ein. Spielstand 0:7 für die Gäste aus dem Pinzgau. Da steht noch einmal der Hinweis, nächsten Samstag Live-Übertragung vom Spiel des EC Euler Salzburg gegen den Eislöwen aus Lienz. Wird sicher eine interessante Begegnung, da ihr vielleicht wisst, dort auch Wurzeln haben. Gut, wieder eine neue Parade.
Ball von Manuel Schösswender. Es geht weiter. Neuer Versuch. Pass. Schuss. Abgewehrt. Gut aufgepasst. Weiter Abschlag. Gut, bleibt hängen. Bringt daher nicht wirklich etwas ein. Pass. Neuerlicher Versuch von Stefan Rechner. Gute Aktion. Und es gibt Bulle. Das ist allerdings viel zu weit. Genau. Dann wieder ein neuer Versuch und schöne Parade von Manuel Schösswender. Wäre zwar nicht im Bedrängnis gewesen, aber wie gesagt, im Zweifel ist es als Goalie besser. Man blockiert den Puck und meidet somit jedes Risiko. 4 Minuten 55 noch zu spielen. Die Eisfüchse führen mit 7:0. Wieder spielt man jetzt. Mühlberger, Schuss. Ja, Pudel wieder an der Scheibe. Ja, allerdings am sehr starken Pole, ich weiß nicht. Markus Kassinger. Neue Kontomöglichkeit. Feuersinger. Pass. Matto Malina versucht es. Ja, Dudel. Wieder ein neuer Versuch. Die Nummer 69, das ist Daniel Wundberger. Schuss. Abgewehrt. Gut aufgepasst von Florian Schwarz. Und auch dieses Mal konnte sich Manuel Schösswender auszeichnen. Super Paraden.
Und solche Schüsse zu halten, das ist wirklich eine ausgezeichnete Leistung, wie ich finde. Bulli vor dem Tor der Eisfüchse und langsam aber sicher geht auch der Spielstand absolut in Ordnung. Vor allem auch dank einer ausgezeichneten Torhüterleistung von Ginzgauer Gold. Jetzt wieder eine neue Kontinuität. Pass. Der Schiedsrichter und Michael Meyerhofer sitzt nach wie vor auf der Strafbank. Schuss, gut aufgepasst und Nachschuss, Tor zum 0:8. Ich glaube, es war David Göllner, die Nummer 13 von den Eisfüchse aus Salvellen. 3 Minuten 12 noch zu spielen. Es sieht also für die Gäste aus der Pinzgau sehr gut aus. Je nachdem, aus welcher Perspektive man das nimmt. Wieder ein Rückpass. Leitlinger, Breitfuß. Abgewehrt. Schuss. Weiterhin warten wir beim Warten. Und wir nähern uns langsam aber sicher den letzten beiden Spielminuten. Jetzt wieder Bulli in der neutralen Zone. Entscheidet das. Wie gesagt, es ist ein der Meyerhofer von HC Smorz auf der Strafbank. Jetzt wieder ein neuer Angriff. Pass. Wieder auf die Nummer 70, Gerhard Kudel. Es bringt nichts ein, es bleibt vorerst beim 0:8 aus Sicht der Gastgeber. Eine Minute 25 noch Restzeit auf der Spieluhr. Pass.
Ehrlich gut. Aber es bringt das da nichts ein. Pass. Jetzt eher ein Abtasten auf beiden Seiten. Beide Mannschaften haben etwas zurückgeschaltet, so habe ich zumindest den Eindruck. Es sind nur mehr 16 Sekunden zu spielen. Und die Zeit läuft, 12 Sekunden sind es nur mehr. Spiel natürlich klar entschieden und es läuft alles darauf aus, als ob Manuel Schäßwinkel ein, wie ich finde, absolut verdientes Shutout feiern würde. Es gibt jetzt noch eine Strafe, wo ich mich auch wirklich frage, inwieweit sich diese Strafe auszahlt. Aber gut, ist so. Und sie trifft Thomas Döllner. Pass. Schuss. Abgewehr. Pass. Die letzten Sekunden sind das noch 4, 3, 2, 1 und aus. Das war die erste Live-Übertragung vom Spiel. HCS Mord gegen die Eisfüchse aus Saalfelden. Manuel Schösswind feiert natürlich ein verdientes Shutout. Gratulation noch dazu. Und wie wir hier sehr gut auf diesen Bildern erkennen würden, freuen sich die Mannschaften sehr darüber. Gratulation an die Eisfüchse nach Saalfelden. Super gemacht. Und bei euch bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Live-Übertragung hat euch gefallen und würde mich freuen, wenn ihr nächsten Samstag um 19.30 Uhr wieder einschaltet. Wenn hier auf diesem Kanal das Spiel zwischen dem EC Oilers Salzburg und dem UEC Lierns im Rahmen der Carinthian Hockey League zu sehen ist, danke fürs Zuschauen. Einen schönen Abend noch. Das wünscht euch euer Markus Dorn.